Also ich weiß alles. Ich weiß alles über den Tag der Lehre. So, Wolfgang Gruber und Christian Freisleben Deutscher. Was? Weißt du voraus? Na gut, ich gehe voraus und gehe. Tag. Tag. Grüß Sie. So, wer ist jetzt wer? Grüß Gott. Christian Freisleben Deutscher, ja, mein Name. Guten Tag. Und ich weiß alles. Und Sie sind? Wolfgang Gruber. Aha. Der weiß nicht alles. Das habe ich Sie nicht gefragt. So, na gut, dann fangen wir gleich einmal an. Magst du anfangen? Soll ich anfangen? Dass wir heute irgendwann fertig werden? Ja, du, wie du willst. Ich kann gern die erste Frage stellen. Na, oder willst du? Na, bevor die da noch rumstehen. So, jetzt erklären Sie uns einmal. So, der Herr Gruber. Wer ist der Gruber? Ja. Herr Gruber erklärt uns jetzt einmal, was passiert denn bei der Kino. So, bitte. Das sollte das schon selber wissen, der Herr Gruber. Tun Sie nicht eins. Das habe ich gerade eben noch gewusst. Jetzt ist mir irgendwie ein Freund. Vielleicht können Sie mal jetzt kommen Sie gehen zum Keynote. So, wurscht, der Freisleben Deutscher. Deutscher. Ja. Also wir haben wirklich eine großartige Keynote hier, die anfängt an den Ursprüngen der Bildung im alten Griechenland, wobei das zurückgreift... Kommen Sie zum Punkt, Herr Deutscher. Freisleben Deutscher. Unhintergehbar dosiert, orientierend ist die Keynote. Können Sie das jetzt in einer verständlichen Art und Weise bitte sagen? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, selbstverständlich, also da berufe ich mich auf Aristoteles und seine... Jetzt kommen Sie zum Punkt. Wir lernen, wie wir prüfen müssen. Geht doch, Herr Kollege. Was ich noch gerne wissen würde, das war ja ganz ein wesentlicher Teil von unserem Stoff, in unserer Vorbereitung. Wir haben ja als Format im Programm auch einen sogenannten Makerspace drinnen. Könnte jemand von Ihnen beiden mir vielleicht was dazu sagen? Der Herr Gruber vielleicht. Also ich glaube, da haben wir verschiedene Stationen hier im Raum dann und zu diesen Stationen können dann die unterschiedlichen Menschen gehen, in bestimmten Zeitabständen, ich glaube in 20 Minuten Zeitabständen. Das ist nicht ganz korrekt und dann ein eher oberflächliches Verständnis. Sollte man vielleicht doch den Herrn Freisleben bitte. Also der Makerspace, ja. Also wir haben uns hier bezogen auf die industrielle Revolution, beginnend, anfangend und aus dem 20. Ich verstehe überhaupt nichts, wenn Sie so rumhampeln bei der Kiste. Also, es werden hier im Raum viele spannende Menschen kommen und Teilnehmer dazu einladen, dass sie selber Ideen entwickeln und Prototypen entwickeln und dann hinausgehen in die Welt und sie zu einem besseren Ort machen. Kommen wir einfach zum nächsten Punkt, bitte. Jetzt erklären Sie mir mal bitte, was ist denn eigentlich das Diskursforum, Herr Freisleben Deutscher? Also das Diskursforum, also hier wird in der Anlehnung an die großen griechischen Diskutierenden miteinander in einem... Kommen Sie zum Punkt. Miteinander die großen Themen der Hochschuldidaktik und des Assessment diskutiert. War das richtig? Genau. Ich würde es an der Stelle vielleicht einmal versuchen mit einer bewusst einfachen Frage. Vielleicht auch noch einmal an den Herrn Gruber gerichtet. Die Veranstaltung schließt ja mit einem sogenannten Harvesting. Was dürfen wir da erwarten? Ich glaube, da geht es um das Ernten. Haben Sie überhaupt was gelernt für die Prüfung? Ja, gut. Die ganzen letzten 3 Tage. Er weiß das recht gut zu verbergen. Sondern bitte, was ernten wir denn am Ende des Tages? Gruber, gell? Ich glaube, er braucht ein Glas Wasser. Das wäre gut. Ja, dafür ist in der Prüfung kein Platz. Tut mir leid. Mhm.
So, Freisling, Deutscher, Sie sind dran. Das ist mit dem Gruber, wird das eh nichts mehr. Also im Harvesting, ja, beziehen wir uns auf die Kompetenzen des Herrn Gruber als freier Landbauer und freuen uns der Ernte, der Ideen, der Teilnehmenden, die hier zusammengebracht werden und zur Frucht gebracht werden, die dann aufblühen in... Ich glaube, ja. Ich soll aufhören zum Reden, oder? Sagen Sie es lieber, wenn es Mittagessen ist. Mittagessen. Ja, also wie immer werden wir versorgt mit einem großartigen Buffet. Worauf wir achten, ist Lokalität. Ich glaube, es gibt Bier am Abend. Harvesting. Das ist auch nicht ganz korrekt. Das wäre im Anschluss an das Harvesting das sogenannte Chill-Out wäre das gewesen. Aber fast. Ach, Wolf. So, Gruber, letzte Chance, oder? Also, Gruber, letzte Chance. Okay, ich gebe mich. Einmal scharf nachdenken, okay? Reißen Sie sich zusammen, weil sonst ist es einfach der nächste Prüfungstermin. So, was fragen wir denn noch? Was müssen wir so? Das ist eine Frage. Das fragen wir denn? Die einfachen Fragen haben wir eigentlich schon gestellt und haben eigentlich ein Bild von den Lehrern. Na, vielleicht fragen wir noch ganz schnell, was sollen die lernen? Und dachte der Lehrer? Das weißt du. Ja, die sollen lernen. Gerade eben habe ich es noch gehabt. Sie ist weg. Ja, Freisling, Deutscher. Also wir lernen hier Hochschuldidaktik innovativ umzusetzen und genau. Prüfungen zu planen und zu evaluieren und weiterzuentwickeln. Und ja, gut, danke. Sie können gehen beide. Gruber, nächster Prüfungstermin, können Sie sich gleich einmal aufschreiben. Okay. Vielen Dank. Ja, damit zieht sich die Prüfungskommission zur Beratung zurück und wir werden dann am Ende der Veranstaltung im Rahmen des Harvesting, ist ja jetzt kurz angeklungen, erfahren, ob es denn dann gereicht hat und ob wir die beiden letztlich doch graduieren können und ihnen den Bachelor-Tag der Lehre mit besonderer Berücksichtigung von Assessment verleihen können. Aber da müssen sie im Laufe des Tages auch noch einiges leisten und am Ende des Tages ein anständiges Portfolio beibringen.